MDS ist eine sehr heterogene Gruppe von Erkrankungen. Deshalb ist es wichtig, dass man versucht, Patienten, die sich ähnlich verhalten, in Gruppen zusammenzufassen. Die Kriterien, die man dafür anwendet, ist das, was man zunächst unter dem Mikroskop sieht, wenn man die Blutzellen und die Knochenmarkzellen beobachtet. Hier geht es darum, wie viele unreife Zellen vorhanden sind und welche Zellreihen von den Dysplasien, sprich diesen Gestaltsveränderungen der Zellen betroffen sind, ob da nur die rote Reihe, die Bildung der roten Blutkörperchen, die Bildung der weißen Blutkörperchen und die Bildung der Blutblättchen betroffen ist. Je nachdem, wie diese Kriterien zusammengesetzt sind, spricht man von refraktären Zytopenien, das heißt refraktär, ich kann sie mit einfachen Dingen wie Vitaminen nicht behandeln. Zytopenie heißt, ich habe zu wenig von einer Sorte von Zellen und dann geht es darum, wie weit welche Dysplasien, welche Zellreihen davon betroffen sind von den Veränderungen. Wenn ich jetzt eine Vermehrung von unreifen Zellen habe, spreche ich von MDS mit Überschuss von Blasten. Blasten sind diese unreifen Zellen. Und daneben gibt es dann noch zwei Gruppen von MDS, die genetisch definiert sind. Eine Gruppe hat eine typische Veränderung am langen Arm des Chromosoms 5, wird deshalb als 5q-Syndrom bezeichnet. Und die andere Gruppe hat eine Mutation in einem Gen, das den Namen SF3B1 trägt, hat und die mit einer spezifischen Form von eisenspeichernden Zellen verbunden sind. Und auch diese Zellen werden beobachtet und tut man dann auch in eine Gruppe von MDS-Patienten hinein. Wichtiger als die Zuordnung zur Gruppe ist allerdings die Einschätzung der Prognose, weil es oft sein kann, dass Patienten innerhalb einer diagnostischen Gruppe eine völlig unterschiedliche Prognose haben. Und aus diesem Grund werden Prognosefaktoren definiert. Das ist auch für die Therapie wichtig. Es wird bei Erkrankungen oft nach Stadien einer Erkrankung gefragt. Wenn ich eine Krebserkrankung habe, dann weiß ich, ich habe ein frühes Stadium. Wenn ich einen Tumor habe, der nur lokalisiert ist, wenn die Krankheit voranschreitet, in späteren Stadien sind dann Lymphknoten mit betroffen. In weiterer Folge habe ich Metastasen im ganzen Körper. Diese Einteilung nach Stadien macht bei MDS keinen Sinn, da die MDS-Erkrankung im Knochenmark ja im ganzen Körper sitzt und das Blut auch im ganzen Körper diese falschen Blutzellen verteilt. Wir sprechen hier von einer Systemerkrankung, weil ein ganzes System betroffen ist. Und ob es jetzt das Knochenmark an einer Stelle oder an vielen Stellen betroffen ist, macht für die Prognose keinen Unterschied. Daher ist es so, dass wir hier MDS in Prognosegruppen und nicht in Stadien einteilen. Für die Therapie ist einerseits die Zuordnung zu einer Prognosegruppe relevant, weil sich Niedrigrisiko-MDS von Hochrisiko-MDS unterscheiden und unterschiedlich behandelt werden. Auch die Dringlichkeit der Behandlung ist unterschiedlich. Es gibt in seltenen Formen, dass auch die Einteilung nach der Klassifikation für die Therapie relevant ist. So gibt es für das 5q-Syndrom, das ich erwähnt habe, eine spezifische Therapie mit einem spezifischen Medikament. Auch für Patienten mit SF3B1-Mutation werden spezifische Medikamente entwickelt. Und wir hoffen, dass wir in Zukunft für viele MDS-Patienten, die sich von anderen aufgrund ihrer biologischen Charakteristika unterscheiden, spezifische Therapien entwickeln können.